In diesem Video zeige ich euch, wie ihr diese Taschentuchbox nähen könnt. Und so könnte sie aussehen. Ihr benötigt einen leeren ausgewaschenen Milchkarton oder Tetrapack, Papierschere und Dekoband, Stoff- und Stoffschere, Lineal und Bleistift, Bügeleisen und Unterlage sowie dünne Taschentücher zum Befüllen. Ihr zieht an eurer Verpackung die äußere bedruckte Schicht ab. Anschließend alle Seiten gerade abmessen und zuschneiden. Danach wird euer Tetrapack durch das Falten weich gemacht. Einfach in verschiedene Richtungen rollen und knicken. Er überlegt nun, welche Seite außen sein soll und knickt eine kleine Kante auf jeder Seite nach innen. Anschließend schneidet ihr euch euer Dekoband in der richtigen Größe zurecht. Dieses wird jetzt knappkantig auf die Außenseite mit einem Geradstich genäht. Hier nähe ich rechts und links am Band entlang, damit es besser hält. Auf der anderen schmalen Seite mache ich das mit dem Dekoband genauso. Danach faltet ihr den Karton, damit ihr die genaue Mitte bekommt. Jetzt wird die genähte Kante ca. 1 cm über die Mitte geklappt und die andere Seite darüber, sodass es überlappend aussieht. Jetzt werden nur noch die zwei offenen Seiten zugenäht, da könnt ihr den Stich einfach selber wählen, der euch gefällt, die Reste abgeschnitten und mit Taschentüchern befüllt. Und fertig! Für eine weitere Variante verwende ich jetzt den Stoff. Schneidet ihn euch in der passenden Größe eurer Verpackung zurecht. Auch hier wieder seitlich 1 cm umklappen. Wer mag, kann über das Tetrapack ganz leicht drüber bügeln. Schaut, dass es sehr, sehr leicht eingestellt ist. Beim Stoffstück auch die beiden Seiten umschlagen und bügeln. Da bei dieser Variante die beschichtete Seite innen sein soll, lege ich den Stoff auf die Papierseite. Schaut, dass die Ränder genau aufliegen und euer Stoff passend umgeklappt ist. Anschließend fangt ihr auf einer Seite an, das Stoffstück festzunähen. Das macht ihr jetzt mit allen vier Seiten, damit es hält. Auch hier zur Mitte falten, das Ganze aufklappen, 1 cm über die Mitte umschlagen, andere Seite darüber schlagen und auch hier seitlich zusammennähen. Reste abschneiden und auch den Rand seitlich schön zuschneiden. Da die Innenseite beschichtet ist, eignet es sich super, um eure Feuchttücherpackung darin zu verstauen. Aber auch Taschentücher können hier gut platziert werden. Wer mag, kann das Ganze natürlich auch mit der Hand zusammennähen oder mit Nadel und Wolle seitlich verzieren. Eine schnelle und einfache Upcycling-Idee, um eure Taschentücher oder eine Packung Feuchttücher für unterwegs sicher und hygienisch aufzubewahren. Und nun viel Spaß beim Nachnähen!